Julian Bam. Willkommen zu der zweiten Folge, Zuschauer und Fans. Schreiben uns Fragen auf der Twitter-Plattform. Heute wieder anders, heute in der Rap-Form. Albam fragt, denn sie weiß es noch nicht. Was bedeutet dieses Julian eigentlich? J-U-L-I-E-2-V-M bedeutet kleiner Dorf aus dem Sushi-Clan. Mandy fragt, machst du mal ein Drama? Yeah, setz euch hin, denn die Story, die ist legendär. 2015, das Jahr der Ziege. Fing damit an, dass ich auf meinem Maul fliege. Mein Joe-Hilfe brauchte, zeichnete er mit viel Aufwand. Mich kennt sie Strickmännchen, der an den Weg rausfahren. Ich sippe im Hate-You-Video ein Red Bull. Das ist mein Format, Schlussstrich 4.0. Kevin Bam fragt, wer ist dieser Stargast? Seth war Lenas View, ey, bitte sag mal. Ihr dachtet bestimmt, Lena ist im Game. Es ist Rob, Crispy Rob. Remember my name, nein, Spaß. Bin nur hier für ein bisschen Fame. Geh mal weg, was für Fame, das war viel zu lame. Guck mal hier, guck mal da, das feier ich so hart. Neuerdings auch auf YouTube mit Schminke am Start. Hey, Leni, du erzähl einen guten Witz. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barmann. Wieso so ein langes Gesicht? Charlene Bam fragt, ist Leni deine Freundin? Jetzt ist es raus, ich kann es nicht mehr leugnen. Lena und ich sind wie Ying und Yang. Beides existieren einfach nur zusammen. Stimmt's, Leni? Nein. Okay, das war ein bisschen anders geplant. Dachte, sie sagt ja, vielleicht ist sie angespannt. Stinkt du immer noch, fragt dieser Dena. Wie 1000 Müllcontainer. Geh dich doch mal waschen, kleiner Tipp von der Lena. Nimm dir das zu Herzen. Macarena. Alina Bam sagt, sag mal Tomate. Hey Leni, sag mal Tomate. Tomate. Der Pimmel kann Karate. Oh! Hey Ju, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast den nackten Dena geküsst. Selber, selber, lachen alle Kälber. Lacht der ganze Bauernhof und du bist dumm. Spiegel. Doppelspiegel. Dreifachspiegel, damn. Spiegel mit Raketen, du Loser. Damn. Sophie fragt, kann ich Ju eine Backpfeife geben? Nach meiner Schelle wird der Junge aber nicht mehr leben. Ju? Ja, was ist denn? Komm mal bitte eben und halt den Kopf still, sonst hau ich daneben. Heißen Teig waren, Teig waren, weil sie mal Teig waren. Teig waren, waren Teig, da die Rhymes so tight waren. Eva Pet sagt, Lena, pfeif mal in Ju's Zimmer. Kein Problem, sowas mache ich doch immer. Wie habt ihr euch kennengelernt, fragt sie zu Kid. Hört mal zu, Kinder, diese Story ist der Hit. Es war in einer weit, weit entfernten Galaxis. Um ehrlich zu sein, in einer Zahnarztpraxis. Spürte ich in mir meine Jedi-Macht. Das hat er sich auf jeden Fall so gedacht. Plötzlich zog er mein sein Laserschwert. Bora. Ja, okay, der Mann war Zahnarzt. Marlene, lass mich doch erzählen. Sie war so beeindruckt, dass mir ihre Nummer freiwillig gab. Eigentlich hast du nur deinen Bruder gefragt. Hey, Ju, schau mal aus deinem Fenster, sagt die Elif. Stehen wieder Fans da? Rob, Crispy Rob, bin dein größter Fan. Bekomm ich ein Autogramm auf meiner Ray-Ban? Ah, klar, Digga, hast du deinen Stift dabei? Nö, hab ich nicht, mir egal, denn ich bin so fly. Melanie fragt, könnt ihr was zusammen singen? Das würde ungefähr so klingen. Hello, it's me you're looking for. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. So, das war's. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst uns doch ein Abo da. Klick den Link in der Infobox. Check mal, was da geht. Denn bei Hello Leni haben wir eine Challenge gedreht. Weiter geht's, Bonnie sagt, mach Effekt. Dafür brauch ich diesen Vince und den fetten Dubstep. Dab, dab. Okay, das war jetzt ein bisschen weird. Zurück zu